und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Mein Name ist Magic Maloney und ihr seht heute Folgendes. Ich möchte euch gern drei Möglichkeiten zeigen, wie man den EasyDesk Schreibtisch steuern kann. Option 1, via Bedienpanel. Dazu drückt man das Bedienpanel nach oben, um nach oben zu fahren und dann nach unten, um wieder nach unten zu fahren. Option 2, via Desk Control App. Dazu startet man die Desk Control App und geht in den Menüpunkt Steuerung und wählt dort die gewünschte Höhe aus. Und kommen wir nun zu Option 3, via Siri. Dazu muss man aus dem App Store die Desk Remote Control App runterladen, dann die App öffnen und Bluetooth erlauben. Damit Siri die Steuerung von dem Schreibtisch übernehmen kann, ist es notwendig, die Pro-Features freizuschalten gegen eine Bezahlung. Als nächstes Add to Siri auswählen, damit ein Sprachbefehl für Siri hinterlegt wird. Schauen wir uns den Sprachbefehl an in der Kurzbefehleübersicht. Dort sehen wir als Befehl Move My Desk. Und dort ist ganz wichtig, dass beim Ausführen anzeigen, das nicht ausgewählt ist. So, und nun kann es auch schon losgehen. Geben wir mal Siri den Befehl. Hey Siri, move my desk. Stand. Das klappt doch schon mal ganz gut. Hey Siri, move my desk. Sit. Leider erkannte Siri in meinen Tests Sit für Sitzen nicht, daher musste ich die Aussprache leicht anpassen. Und nun sind wir auch schon am Ende angekommen. Das waren die drei Möglichkeiten, die ich euch zeigen wollte, um den Schreibtisch zu steuern. Einmal per Bedienpanel, per Desk Control App und via Siri.